Hallo, ich bin Kai von Recording.de. In diesem Video möchte ich euch einen kurzen Einblick über Punchbox von D16 Group geben. Punchbox, das ist ein Kickdrum-Designer, der mit unterschiedlichen Layern arbeitet. Das erspart einem generell viel Arbeit und meiner Meinung nach wird durch Punchbox auch das Design oder der Aufbau einer Kickdrum ja, revolutioniert, könnte man schon fast sagen. Also das Plugin macht einem oder das Plugin erspart einem wirklich sehr viel Arbeit. Mit dem unteren Link gelangt ihr auch zu meinem umfassenden Testbericht auf recording.de. Okay, jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit diesem Überblicksvideo. So, dann starten wir mal. Also, wir sehen hier bereits Punchbox und man sieht auch sehr gut, dass die GUI ziemlich groß geraten ist. Also, ich finde, das macht sich richtig gut auf einem großen Bildschirm. Und wenn ich jetzt mal hier so eine kleine Sequenz starte, die so aussieht, dann hört man jetzt zunächst nur diesen 808-Kick-Generator und insgesamt gibt es hier mehrere Generatoren, um eben eine Kickdrum zu designen. Der Hauptgenerator, der nennt sich eben Kick und dort habe ich zum einen eine 909-Engine, 808, 606, einen Sinus-Generator und dann auch noch eine Sample-Engine. Und das hören wir uns jetzt mal an. Also mit der 909-Engine kriege ich einfach so ja, holzige Kickdrums hin. Ja, wer es nicht weiß, 909 kommt von TR-909 von Roland. Das heißt, das ist hier sozusagen eine Nachahmung von dieser ganz klassischen Drum Machine. Dann gibt es hier noch die TR-808 als Engine. Die klingt einfach sehr bassig und eignet sich sehr gut für Hip-Hop-Beats. Und die 606, die klingt so ein bisschen dünner, ein bisschen ja, zaghafter, sage ich mal. Und den Sinusgenerator, den finde ich persönlich ziemlich cool, da ich hier eine Start- und eine Endfrequenz einstellen kann. Das heißt, wo sozusagen dieser Sinusgenerator startet, dann fängt er mit einer Hüllkurve an, dort so einen perkussiven Verlauf zu zaubern, dass letztendlich die Tonhöhe so schnell nach unten geht, dass einfach so ein Schlag entsteht. Und wo die Hüllkurve bleibt, davon oder die Frequenz kann man eben noch bestimmen. Und das mit der Start- und mit der Endfrequenz, das hat den Vorteil, dass man einfach sicher gehen kann, auf welche Note diese Kickdrum letztendlich spielt. Also die Endfrequenz, da kann man ja unten links sehen, dass das jetzt zum Beispiel ein C1 ist. Das heißt, dass die Kickdrum auf jeden Fall jetzt bei einer C1 landet, bei der Note C1. Naja, und richtig interessant wird es halt, wenn man hier diesen Sample-Generator nimmt. Und jetzt klicke ich mich durch den Browser und schaue mir mal die ganzen Samples an. Oder höre ich mir das mal eben an. Also dieses Sample, da hört man ja schon, dass das eine wahnsinnig bearbeitete Kickdrum ist. Also die besteht schon aus mehreren Layern. Und jetzt könnte ich ja hier den Sample-Startpunkt mal ein bisschen variieren, dass ich eben nicht alles von diesem Sample mitbekomme. Ja, dann könnte ich mit den Lautstärke-Hüllkurven das Ganze noch ein bisschen weiter formen. Noch einen Filter. Aber ich nehme jetzt einfach mal den Sinusgenerator oder sagen wir mal die 909 und fange jetzt an, das Ganze zu schichten. Wir haben ja hier links noch die drei identischen Sample-Generatoren Click, Tops und Tools und die sollen alle jetzt Layer beisteuern. Okay, erstmal schauen, wie sich die 909 anhört. So zum Beispiel. Und jetzt fange ich an, mal den ersten Layer hinzuzuziehen. Ich kann mir dann wieder hier bei dem Browser ein Sample dazu laden.
Der gefällt mir jetzt ganz gut. Und jetzt habe ich hier die Möglichkeiten, dass ich den Layer lauter machen kann. Ich kann den im Stereo-Panorama ein bisschen breiter ziehen. Das Ganze kann ich natürlich auch wieder filtern. Und dieser Low-Cut, der muss natürlich sein, weil die Kickdrum, also diese 909, die bietet mir dieses ganze Bass-Fundament. Und damit dieser Layer nicht im gleichen Frequenzbereich seinen Senf dazu gibt, cutte ich das Ganze hier einfach mal bei so, sage ich mal, 200 Hertz. Okay, jetzt nehme ich mal den nächsten Layer. Belasse ich es mal dabei. Und jetzt filtere ich auch das einfach so ein bisschen, dass sich das mehr in diesen Kickdrum-Mix einfügt. Ja, hier könnte ich jetzt nochmal mit dem Sample-Startpunkt ein bisschen rumspielen. Dass ich sozusagen nicht so viel von diesem Layer-Attack drin habe. So zum Beispiel. So, dann nehme ich jetzt nochmal den dritten Layer und dann bin ich auch bald fertig. Ich kann die ganzen Layer natürlich auch solo anspielen. Einfach Command und dann hier auf Solo drücken. Macht jetzt vielleicht gerade ein bisschen mehr Sinn. Den zum Beispiel. Und der eigentlich spannende Part, wenn man sich jetzt für vier Sounds entschieden hat, ist der, dass man diese ganze Effektkette nutzt. Und ganz am Ende ist ja dieser Limiter und der schweißt das schon mal richtig zusammen. Ja, ohne Limiter hört man einfach, dass die ganzen Sounds so aufeinander liegen und das will irgendwie keine Einheit ergeben. Und erst mit dem Limiter wird das wirklich zusammengeschweißt. Und jetzt kann ich das Ganze noch effektieren. Dazu muss ich sicher gehen, dass ich bei diesen ganzen Sound Engines hier die Synth-Anteile auch auf volle Pulle habe oder generell, dass ich die hochschraube, damit eben diese ganzen Generatoren auch ihren Weg durch diese Effektkette passieren. Naja, und jetzt können wir mal die ganzen einzelnen hier so anschalten. Ich kann die übrigens auch ganz easy verschieben. Mache ich das mal so. Ja, und man hört schon, allein durch diese beiden Effekte Equalizer und Distortion kann ich das ganze Ding einfach noch ein bisschen besser formen. Also jetzt klingt das eher nach so einer coolen Kickdrum. Ein bisschen dumpfer. Und mit dem Distortion-Effekt kriege ich mehr Punch rein. Ah, Bitcrusher gefällt mir nicht so, aber ich werde ihn mit dem Effects Amount Schalter so dezent hinzumischen. Zum Beispiel so. Super, ja, und jetzt habe ich mir einfach eine fett gelayerte Kickdrum gezaubert. Und was noch ganz schön ist, ich kann das Ganze auch anschlagsdynamisch spielen, indem ich einfach diesen Velocity-Schalter anmache. Dann hört man auch schon, dass ich das ein bisschen anders programmiert habe. Und mit Keytrack kann ich diesen ganzen Drum-Synthesizer auch noch tonal spielen.
Aber mit den Anschlagswerten bin ich eigentlich zufrieden, also Keytracking brauche ich jetzt gar nicht. Ja, so schnell kann es gehen, einfach mal eine fette gelayerte Bassdrum zu zaubern. Und das Ganze kann man natürlich auch manuell machen, das erfordert aber einfach ein bisschen mehr Arbeit und naja, man muss sich natürlich auch diese ganzen Effekte zusammenstellen, dass sie auch irgendwie ja harmonisch klingen. Also ich finde die Auswahl hier, die die 16 Group getroffen hat, sehr gut, weil jeder Effekt genau den richtigen Teil dazu beiträgt, dass eben so eine Kickdrum auch gut klingt. Also man hätte hier zum Beispiel auch einfach einen unpassenden Limiter nehmen können, der einfach die ganzen Transienten wegmatscht und dann würde sich das Ganze gar nicht mehr so schön anhören. Und wenn man sowas manuell aufbaut, muss man das natürlich einfach mit berücksichtigen, welcher Effekt wie auf so eine Kickdrum wirkt. Und deswegen finde ich, erleichtert einem Punchbox auch schon viel Arbeit. Und wenn man jetzt sagt, ich will jetzt aber diesen ganzen Sample-Pool nicht nutzen, ist das auch kein Problem, denn man kann einfach mit dieser User Factory hier in dem Edit-Modus sich selbst hier Samples reinladen. Also das ist natürlich auch sehr praktisch. Okay, das war's schon wieder mit diesem Video und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, hinterlasst doch bitte einen Daumen nach oben und vielleicht auch ein paar Kommentare. Wenn ihr Fragen rund um die Musikproduktion habt, dann empfehle ich euch unser Forum auf www.recording.de. Dort wird euch mit Sicherheit geholfen. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss!